Eine Messe über die Zukunft vom Nahverkehr? Und sogar mit dem Ideenzug? Da muss ich hin. Erstmal musste ich mich orientieren, auf jeden Fall Richtung Zukunft. Dann gab es eine kleine Inszenierung, wie die Zukunft des Nahverkehrs generell so aussehen könnte. Das war auf jeden Fall kein Club in Berlin, sondern so könnte ein Fahrgastinformationssystem in Zukunft aussehen. Jetzt geht's zum Ideenzug. Und den liebe ich besonders, nicht nur, weil er einfach echt gut aussieht, sondern vor allem wegen seiner inneren Werte, informative Servicewände oder kleine Bürobereiche. Und dann musste ich natürlich auf den Bus warten von Wegen Express. Aber am Ende hat er mir doch ganz gut gefallen, weil er sogar eine eigene Toilette hat und Gepäckablagen. Echt cool. Und die Sitze waren auch ziemlich bequem. Hier hat mir dieser nette Mensch noch erklärt, wie ihr in Zukunft besser telefonieren könnt, nämlich dank mobilfunkdurchlässiger Scheiben. Und weil ich die Bahn so sehr liebe, würde ich das noch in Form eines neuen Glitzer-Tattoos beweisen. Eli, was machst du da? Ich schaue die Zukunft vom Nahverkehr.